Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Winterwunderlandsreise. Ja, hier bei The Long Dark. Mein Name ist Sir Bones und ja, wie ihr als erstes mal gerade angetönt, wie ihr sicher in der letzten Woche erfahren habt. Moment, schnell. So. Dann wäre der Timer aufgestellt. Wie ihr in der letzten Folge sicher erfahren habt, ist in der letzten Woche nicht ganz alles so nach Programm gelaufen, wie gehabt. Ihr hört es vielleicht auch etwas an meiner Stimme an. Ich halte mich etwas zurück mit horrenden Ausschweifungen. Ich lag brach. Ja. Ja, das Wetter hier in The Long Dark und danach noch die karibische Bade-Odyssee von Subnautica haben mich, ja, wie soll ich's ausdrücken, haben mich mit Fieber ins Bett gelegt, eine Woche lang. Ich war wirklich recht fieberig und habe fast nur noch geschlafen. Und von diesem Aspekt her war es mir einfach nicht möglich, die restlichen Folge von Subnautica noch hochzuladen und auch weitere Folgen aufzunehmen. Wir haben heute Montag. Ja, genau dieser Tag, an dem die Folge hier auch schon veröffentlicht wird. Also ihr habt die wirklich prüfrisch auf dem Tisch. So, wie gesagt. Ich habe immer noch etwas mit den Nachwirkungen zu kämpfen, noch etwas Kopfschmerzen und ja, nicht überanstrengen, weshalb ich auch ganz gemächlich jetzt hier nach hinten zupple und mal wieder die Lautstärke stelle. Ja, was ist Neues eigentlich? Müsste dieser Monat ja noch ein neues Let's Play anfangen. Was ich aber wahrscheinlich noch in den nächsten Monat rauszögern werde. Da es mir einfach nicht möglich gewesen ist, bis jetzt die Zeit aufzubringen, ist wirklich ein recht großes Projekt mit Einstellungen, mit allen zusammen. Ihr habt ja schon mitgekriegt. Ich nehme direkt auf meinen Stream-Server auf, jag das auf meinen Rack los und wird nachher auch dort drüben bearbeitet. Das waren ja die Tests, die ich jetzt immer noch am Laufen habe. Bis jetzt, mir ist nichts mehr aufgefallen, dass es irgendwie zu Lags und Ruckel kam. Ihr habt mir auch nichts mitgeteilt. Ihr dürft das natürlich immer noch. Weshalb ich mal davon ausgehe, dass das schon, ja, zumindest für die Festplatte etwas eine Entlastung geben wird. Ja. Zum Thema The Long Dark. Ich habe heute, also jetzt gerade beim Aufstarten, habe ich mitgekriegt, dass die Entwickler sich wieder mal gemeldet haben. Sie haben ein Entwicklertagebuch für die neue Storyline, den neuen Storyline-Abschnitt rausgegeben. Das kann man sich anschauen auf Hinterwelt Studios ist das einsichtbar. Ihr könnt aber auch durchs Öffnen von The Long Dark selbst auf den Link direkt verknüpft werden. Ansonsten, ich stink immer noch zweifach vor mich hin. Boah, wie immer halt, ne? Wenn ich mich in der Long Dark reinmümmel, da spielen wir gerne mal Schleppangel für Wölfe. Das wird sicher auch schon gelootet sein. Ja, wir sind noch am Zurückkehren von der letzten
tut. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles dabei habe. Nee. Aber das werden mannigfaltige Schätze sein, die sich in irgendeiner Weise des Überlebens würdig erweisen werden. Und dann werden wir etwas hier bleiben. Also zumindest hier in der näheren Umgebung. Werden uns noch so ein, zwei Dinge jagen gehen. Ein Bär. Nee. War ja klar. Nee. Toll. Ach nee, Menschenskind. War das doch eine Bärenhöhle? Oder kommt ihr einfach auf Kaffee und Kuchen vorbei? Wir wissen es nicht, wir werden es erfahren. Es wird wahrscheinlich das nächste Jagdobjekt sein, an das ich mich wagen werde. So. Wir sind zu Hause. Gehen wir mal flott abladen. Wenn wir gleich noch etwas Zeit haben. Wo packen wir das Zeug hin? So, dann die frische Rehhaut. Ja, schmeiße ich jetzt gleich auf den gleichen Stapel. Nimm. Dann pappen wir hier mal was raus. Was brauchen wir nicht in dieser Menge? Ja, 7x Stoff, das können wir rausnehmen, wenn es gebraucht wird. Na, Nähzeug, das ist auch jetzt hier nicht vonnöten. Die Funzel, die irgendwie schon lange kein Öl mehr hat, ne? Geschmackloses Rehöl roh, lecker. Da haben wir noch Rehviertel. Ja, kannst du mir mal rübergeben, nehme ich gerne. So, was das nächstes, was ich... Ja, da gut, okay. Ich glaube, zwei von diesen reichen auch füglich. Ja, zwei Bücher und sonst noch Kappes. Holz holen. Stichwort. Jetzt aber gleich mal überlegen. Okay, wir haben noch... so einiges an... Gemümmel hier. Das zersäbeln wir mal. Das hat noch 71%, ne? Das lassen wir schön hier in der Kälte. 76%. Ja, Essen, klar. Haustier rein. Nee. Gut, jetzt der Bär. Der muss näher sein. Das tue ich mir nicht an. Dann Hase. Habe ich noch Kohle? Die wäre nicht bei dem medizinischen natürlich. Sollte eigentlich hier sein. Nö. Hab ich natürlich nicht. Nö. Ja. Ganz was Tolles. Ganz was Schönes. Bones, Bones. Also, wenn es euch komisch deucht, dass ich zwischendurch wieder ins Berndeutsche zurückfalle, also Schweizerdeutsch, Berndeutsch, das liegt auch dran, dass, ja, momentan meine Stimme auch der Grund, wieso ich nicht mehr als diese Folge hier aufnehmen werde heute und das Ganze doch noch einmal verschieben werde. Ja, morgen kommt, also morgens kommt die Subnautica. Die werde ich auch prüfrisch auftischen und mal schauen, vielleicht geht es mir da schon wieder etwas besser. Dann werde ich den Rest auch raushauen.
Aber ich musste jetzt sagen, eigentlich bin ich ja so, dass ich versuche, ja, okay, geht mir nicht allzu gut, dann wir machen trotz allem, ich will euch ja nicht hängen lassen. Das ist schon so, also bin ich schon eigentlich der Meinung, dass ich da, ja, auch schon fast ein schlechtes Gewissen krieg. Ja, pfeift der Wind rum, toll. Ein Zedernast, so. Aber wenn ich natürlich total krank im Bett lieg, keine Stimme mehr rauskriege und ja, daneben, das ist nix. Ah ja, jetzt kommst du natürlich, Kollege. Nee, klar. Und sonst wirklich schon nur noch am Schlafen bin, dann nehme ich wirklich nicht mehr auf. Das macht keinen Sinn, das bringt euch und mir nichts. Da gibt auch gar keine schönen Let's Plays, wirklich nicht. Und ja, leider. Ja, und noch zu einer kleinen Information. Wir sind jetzt bei Folge 13, 14, so viel mir ist hier bei The Long Dark. Ich werde noch die Staffel voll machen, ganz sicher. Also 20, maximal 25 Folgen. Danach wird auch hier das neue Sendekonzept eingeführt mit einem Abspann. Und dann schauen wir auch mal hin. Es sind in letzter Zeit, ich möchte ja an diesem Sendeplatz natürlich auch wieder ein tolles Survival Game ranlassen. Und es sind in letzter Zeit wieder neue rausgekommen, die müsste man sich anschauen. Auch zum Teil Early Access. Jetzt haust ab. Kollege, du bist nicht sauber, ne? Du bist einfach 1A nicht sauber. Jetzt, wo ich dir ein Loch in Pelz brennen will, haust du einfach ab. Na. Als der Devil, der. Ne, genau. Als Trotz nehme ich hier gleich mir zwei feinste Rippchen und feuere mal an. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Sind schon einige Survival raus, auch zum Teil Early Access. Ich habe ja jetzt mit den zwei Survival Games, die ich momentan im Let's Play habe, also The Long Dark und Subnautica, die habe ich ja beide in der Early Access zugeholt. Und da möchte ich eigentlich, ja, wie soll ich sagen, schon eigentlich ein Early Access reinhaben. Was da genau reinkommt, könnte man schauen. Da ist natürlich auch wieder die Frage an euch gerichtet. Was würdet ihr gerne für ein Let's Play sehen? Ja, ein Survival-Spiel wäre mal wieder etwas. Hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Da könnt ihr mir gerne auch auf Facebook oder in den Kommentaren was dalassen. So, was habe ich gesagt? 3 Liter habe ich da noch. Dann mache ich da noch mal. Wenn ich da war, 27 bis zum Schmelzpunkt, 1 Stunde. Ja, wir haben ja noch genug Mobiliar. Nee. Hat nicht ganz gereicht. Ist ja hervorragend. So, hier mal Holz.
Na, vier Stücke brauchen wir hier auch nicht. Ja, kann's mal umlagen. Hab ich Stöckchen? Waren da Stöckchen bei? Nee? Ja, die sind abgeranzt, natürlich. Klar. Konnte ich ja auch noch nicht reparieren. Den Bären. Ist der wieder in der Nähe? Der ist natürlich nicht mehr. Ja, dort hinten komme ich dich holen. Sehe ich so aus? Nee. Na, rutsch rüber den Meter. Mach schon. Na, komm, 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 komm. Mach hin, Mensch. Kollege, nicht so zögerlich. Ich beiß nicht, ich schieß nur. Seufz. Würde sich der edle Herr geneben, sein Allerwertesten hier vor mich zu pflanzen? Und das zwar in einem Tempo, welches Lichtgeschwindigkeit heißt? Kurz gesagt, beweg den Arsch hierher. Mach voll den leeren Fleck. Jo, nein, der feine Herr hält das natürlich nicht für nötig. Oh, schönes Türkis. Der feine Herr hält sich natürlich absolut zu schade dafür. Es gibt Braten. Na komm, 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 komm. Müssen wir. Ja. Hoffen wir, kommt nicht dahinter. Ja, ist schon noch bedeutende Strecke. Den Kollegen gehe ich nicht nach. Wie viel Schuss haben wir noch? 2, 4, 6. Also anscheinend habe ich alles andere getroffen. Wahrscheinlich die Schneewehe dahinter, ihn aber nicht. Edel. Ja, so macht man das, du Vollprofi. 1A Pfosten. Ja, da kannst du gehen, wie du willst. Und das Teil hier kochen wir jetzt noch endgültig. Bis durch, ja, ein Tannhölzchen. 2 Stunden. Oh ja, Tannenholz. So. Uns geht auch die Munition aus. Also wir werden wahrscheinlich trotz allen Befürchtungen noch in den Damm gehen müssen. In der Hoffnung, dort noch etwas Munition zu finden. Ja, ich sehe das so. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr drum rum. Kann ich da noch, ja, so ein Stündchen für müde wird. Wie Kaninchen zerlegen. So, und dann wäre es auch schon Zeit fürs Bett. Mein, ja, so, ja, wir gönnen uns das mal, ne?
Ja, Mai ist denn schon morgen? Nicht. Okay. Schluck Wasser. Ich sehe es kommen. Ich. Da, Bett. 4 Stunden. Los geht's. Es ist noch nicht ganz Tag, wir sehen nur spärlich. Was verbirgt sich in der Dunkelheit? Was wird uns erwarten bis zum nächsten Tag? Man weiß es nicht. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, auch wenn dies eine etwas ruhigere Folge ist. Darf auch mal sein. Und ich hoffe, ja, ihr seid das nächste Mal bei The Long Dark auch wieder dabei. Mal schauen, vielleicht gehen wir dann schon in den Damm. Dies ist sicher ein Ziel, das wir erreichen wollen. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, ihr unterstützt mich damit. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt die Glocke oben bei YouTube. Aber auch alle Infos findet ihr auf Facebook und die Infos, wie ihr mich sonst noch erreicht, wie ihr sonst noch zuschauen könnt, auch bei Twitch auf Stream, seht ihr unten unter diesem Video. Danke vielmals und einen schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss, danke.